Vorgrim, nimm du mal sicherheitshalber den Kopf des Tatzelwurms. Achso, du bist voll. So, das heißt, alles, was hier zum Verkaufen ist. Ganz ehrlich, Magierstab brauchen wir auch nicht, aber das Kettenhemd, das würde ich gern behalten. Den Kopf des Tatzelwurms. Weiß auch nicht, was wir mit dem abgebrochenen Drachenzahn noch anstellen können. Hier haben wir noch Zeug zum Verkaufen. So, Vorgrim hat nichts mehr zum Verkaufen. Gwendala auch nicht. Ledis auch nicht. Nein. Gut. Nochmals. Hundertvier Dukaten für die. Also zum Glück haben Händler in diesem Spiel kein Geld. Also Max Geld. Irgendwie. Also sonst würden wir auf dem ganzen Zeug sitzen bleiben. Sonst hätten wir jetzt Mutter Süßen richtig arm gemacht. So. Können wir den Schlüssel verkaufen? Nochmals. Nee. Na gut. Aufgepasst. Den Zahn auch mal hier rüber, so. Okay. Der Hauptmann von Talon steht da. Ach nee, der kommt hier gerade angelaufen. Dann können Vorgrim und ich von ihm noch wenigstens das letzte Ausdauerding lernen. Nicht ausweichen, sondern Ausdauer. Lass das mal Vorgrim machen. So, dann gehen wir draußen den Jäger besuchen, damit der Gwendala den Todesschuss beibringt. Und ja, dann treffen wir uns am Tor. Ach halt, ich wollte ja noch bei. Was verkaufst du eigentlich nochmal? Tretet nur näher. Achso, du verkaufst Handwerkszeug wie Steineiche zum Beispiel. Und sehr viel Zunderschwamm. So, Rüstungshändler. Wir brauchen Zeug für Vorgrim. Ja, Panzerschuhe. Verstärkte Lederhose. Verstärkte Lederbeinschienen. Also, die werden schon mal gekauft. Verstärkte Lederhose ist auch mal gekauft. Panzerbeinschienen sind um einiges besser als die Bronze, also sind die auch gekauft. So, jetzt ist die Frage. Der leichte Plattpanzer wäre genial. Außer von der Behinderung halt.
Der Schuppenpanzer, nee, nicht ganz so wirklich. Er trägt schon einen Schaller. Ein Topfhelm wäre sogar eins besser, macht aber zwei Behinderungen, also wegen dem einen Punkt. Nee. Was habe ich denn bis jetzt gekauft? Die zwei Sachen und das Danitenarmschienen. Sie trägt schon welche und sie trägt auch welche. Okay. Stählerne Armschienen. Plattenarme. Die wären nicht schlecht, die Plattenarme. Panzerhandschuhe. Sechs und Panzerhandschuhe machen vier. Ne, nehmen wir die Plattenarme. Plattenschultern. Machen Brustrücken, okay. Wir hatten hier oben noch eine andere Schultern, oder? Nein. Also ja, Plattenschultern noch. Wähle ich den leichten... Also der Kyras ist nicht so doll. Wähle ich den leichten Plattenpanzer, ist die Frage. Gucken wir gleich mal, wie seine Behinderung ist. Kettenbeinlinge. Nehmen wir eher die noch. So, dann gucken wir mal. Mein Atem geht ruhig. Aufgepasst. Sanja. Alles klar. Nee, die glitschen bei dir durch. Dann kriegst du die. Du kriegst das Zeug zum Verkaufen. So, Vorgrim auf jeden Fall die hier. Die hier. Die hier. Oder doch lieber die hier. Und die hier. Ja, damit hat er eine Behinderung von 2. Ist aber jetzt recht gut ausgerüstet. Kettenhandschuhe. Aufgepasst. Wobei, die Kettenhandschuhe, die heben wir auf. Und ja, die Kettenbeinlinge wären dann für mich. So, eine Behinderung kann ich mir leisten. Vorgrim ist mit 2 Behinderungen ganz okay dabei. Sein Rücken, seine Brust und sein Bauch sind dann nicht ganz so geschützt und sein Kopf. Aber das ist okay. Ja. Ja, das ist in Ordnung, so wie sie jetzt ausgerüstet sind. Das heißt, wir verkaufen den Rest. Also das, was wir jetzt hier nicht mehr brauchen. So. Waffenhändler brauchen wir nichts. Kräuter brauchen wir gerade auch nichts. Und vom Magister bräuchten wir auch nichts. Gerling ist hier. Mal gucken, ob Gerling uns was Neues zu sagen hat. Seid gegrüßt. Prinz Arom und seine Streiter sind bereits auf dem Weg hinauf zum Zwergenturm. Ihr solltet ihnen so schnell wie möglich folgen. Ich habe einige Fragen an euch.
wie steht ihr eigentlich zu Prinz Arum vom Molosch, Herr Gerling? Prinz Arum, so des Arombolosch, ach so, das hatten wir auch alles. Lebt wohl, okay. Das heißt, wir suchen jetzt draußen den Jäger auf und dann geht es zum Turm. Also Gwendala noch ihren Todesschuss beibringen. Und ja, zwischendurch mal ein Quicksave machen. Nicht, dass das Spiel mal wieder abschmiert. Ist zum Glück eine ganze Weile schon nicht mehr passiert. Aber ja, jetzt sieht auch Forgrim langsam mal vernünftig aus. Nicht mehr mit den verrosteten Bronze-Sachen, die wir aus den Gruften in Bobrück gefunden haben. Außer nachher, wenn wir nach Morolosch kommen, kriegen wir da Adamant-Zeug, was noch besser ist. Dann haben wir jetzt umsonst gekauft. Ja, da ist ja der Jäger. Rombacher. Oh, ihr seid zurück. Ausrüstung verkaufen. Brandpfeile. Schnitzmesser. Weidener Langbogen. Schwere Armbrust. Nee. Aber den kaufen wir im Gamma ab. Zeig mir doch mal im Rezeptbuch Bogenbau. 1W6 plus 9. Auch 1W6 plus 9. Eigentlich kein Unterschied. Und ja, 1W6 plus 7 hat die almandische Armbrust gehabt. Ach ja, ich wollte ja noch was lernen hier. Genau, den Meisterschützen. So. Ich nicht was beibringen. Ich will deine Rezepte sehen. Genau, schwere Armbrust wäre 2W6 plus 6. Auch 13 Bogenbau. Eibenholz, Metallteile, Sehnen, Lederbänder, Holzleim. Hat auch nur eine Nachladezeit von 4 Kampfrunden. Na komm, kaufen wir das mal. Na klar. Der Lademeister reduziert um wie viel Kampfrunden eigentlich nochmal? Eine Aktion. Mhm. Ihre aktuelle Armbrust hat eine Nachladezeit von 4. Und mein Atem geht ruhig. Mit Bogenbau können Sie die schwere Armbrust machen. Wir bräuchten nur Eibenholz, Metallteile, Sehnen, Lederbänder und Holzleim. Ich versuche mein Bestes. Metallteile müsste Forgrim jede Menge rumschleppen. Eibenholz müssten wir vielleicht kaufen. Aber das machen wir jetzt nicht, auch nicht jetzt, weil wir müssen einen Drachen töten gehen. Da müssen wir da
oben hin, wo diese verschlungenen Pfade sind, weil der Zwergenturm ist das da oben. Ah, aber was wir machen müssen, ist den Meisterschützen da reinsetzen. Der kostet 27 statt 22, also 5 mehr.